Hi Leute, das Samu hier. Titel-Update 21.2 steht auf der Matte und sollte eigentlich heute am 23. Juli wohl kommen. Es wurde aber kurzerhand gecancelt. Keine Ahnung wieso. Vielleicht gab es internen Fehler wieder oder irgendwas anderes. Was weiß der Geier. Im Moment ist ja echt leider ein bisschen mega der Wurm drin. Aber die Patchnotes lesen sich tatsächlich wirklich gut und da sind ganz viele Fixes dabei, die uns so richtig nerven. Deswegen gehen wir die mal kurz durch. Angefangen mit der Manhunt. Die Behebung des Problems, bei dem das Kopfgeld Zeus Affairs sofort abgeschlossen wurde, wenn der NPC Elvin O'Mail zuerst getötet wurde. Das wurde behoben. Und Behebung des Problems, dass General Anderson beim Pentico Kraftwerk Manhunt für neue Konten und Charaktere nach dem Freischalten von Level 1 auf der Belohnungsspur nicht verfügbar war. Behebung des Problems, bei dem Spieler jedes Mal XP erhielten, wenn sie die Manhunt-Kampagne zurücksetzen und die Nebenmission Find the Rabbit Hole abschlossen. Davon wusste ich gar nichts. Ja, gut, dass gefixt ist. Ausrüstung, Waffen und Talente. Behebung des Problems, dass das Talent Polyethene Plating des Aegis-Rucksacks, des Aegis-Gearsets, den Schadenswiderstandsbonus nicht erhöhten. Ich habe mit dem Set so gut wie nichts gemacht, deswegen das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Behebung des Problems, dass das Talent Brazen nach dem erzwungenen Zurückwechseln nicht richtig funktionierte. Da gab es ja so einen krassen Bug, auch das ist gefixt hier. Behebung des Problems, dass das Talent Brazen zusammen mit einem anderen Talent auf derselben ausgerüsteten Schrotflinte aktiv war. Ja, das war dieser Damage-Bug. Behebung des Problems, dass Stapel des Waffentalents Brazen oder Perfect Brazen beim Talent, also Perfect 3 ist das Talent, ne, darüber sprechen wir, beim Wechseln der Waffe nicht verloren ging. Das in Kombination mit dem Doppelstack war ein krasser Bug. Entfernen der Weltstufen, ne? Ihr wisst ja, ihr braucht ja nicht mehr das DLC, das Add-on Worlds of New York, um Level 40 zu werden, um ins Endgame zu kommen. Aber daraus resultierend sind so einige Probleme entstanden. Hier wurden Sachen behoben. Behebung des Problems, bei dem das AR-Panel beim Eingang der Dark Zone für Level 40 Charaktere, die die Mission Capital Building nicht abgeschlossen hatten, nicht korrekt angezeigt wurde. Behebung des Problems, dass Tutorials für Countdown und Incursion Paradise Lost auf Level 30 geboosteten Charakteren nicht angezeigt wurden. Behebung des Problems, dass der Season Pass nicht im Spotlight für Kunden erworben werden konnte, die Warlords of New York Erweiterung nicht besitzen. Behebung des Problems, bei dem eine leere Seite geöffnet wurde, wenn der Spieler die Schaltfläche zum Laden gehen verwendet, während er über der New York City Erweiterungssymbol in der Megamap schwebte, ohne die Warlords of New York Erweiterung zu besitzen. Das sind Fehler, die sind mir überhaupt nicht aufgefallen. Das ist echt krass. Behebung des Problems, dass der Kontrollpunkt Warnstufe-System nach Beginn der Warlords of New York Kampagne nicht vorhanden war. Behebung des Problems, dass Spieler die Charaktere vor Jahr 6 Season 1 erstellt und die Warlords of New York Kampagne begonnen, aber nicht abgeschlossen hatten, ihre Werkbank nicht aufrüsten konnten. Auch das war ein großes Problem bei vielen. Das weiß ich gut, dass das gefixt ist. Behebung des Problems, dass sie als invasiv markierte Dark Zone für Spieler unter Level 40 denselben Spielzustand wie die anderen nicht invasierten Dark Zones hatten. Auch das ist mir nicht aufgefallen, dass so oft bin ich da nicht in der Dark Zone. Behebung des Problems, dass Kontrollpunkte von der Megamap für Level 40 Charaktere, die Worlds of New York Erweiterung nicht besitzen, nicht zurückgesetzt werden konnten. Auch da gab es ja so einige Probleme mit dem Kontrollpunkt, dass sie sich selbst zurückgesetzt haben. Aber ich meine, das wurde doch gefixt. Behebung des Problems, dass die Werkbank nach Erreichen von Level 31 nicht mehr aufgerüstet werden konnte. Behebung des Problems, dass Countdown-Modifikatoren als Direktiven in jeder Classified Assign-Mission für Charaktere unter Level 40 verfügbar waren. SHD-Uhr wird nun nach Abschluss einer Nebenmission bei Erreichen von Level 40 freigeschaltet. So, das hier, Vanity, das sind die ganzen Bekleidungsgeschichten. Da gibt es auch so einige Probleme, die lese ich jetzt nicht vor. Das sind dann Sachen, die irgendwo, keine Ahnung, da glitscht die Jacke über den Rucksack und dann sieht es aus, als wenn, keine Ahnung, man 5 Sachen auf einmal anhörte und alles wäre überall Löcher drin und hin und her. Ist halt Käse. Ich meine, Glück, dass das behoben wird, natürlich, aber ist nicht ganz so wichtig. UI, wie Benutzeroberfläche. Behebung des Problems, dass beim Inspizieren von Bekleidungsbehältern oder Events nach dem Ausrüsten eines Vanity-Gegenstands im Laden kein Charaktermodell angezeigt wurde. Behebung des Problems, dass die UI für die invasierten Dark Zones auf der Minimap, der Megamap, nicht angezeigt wurden. Behebung des Problems, dass die Talente der Brustplatten und Rucksäcke des Ausrüstungssets Cavalier und Aegis und Breaking Point
nicht in Rot angezeigt wurden, wenn der Spieler nicht mindestens 4 Ausrüstungsgegenstände ausgerüstet hatte. Behebung des Problems, dass Spieler den Store nicht verlassen konnten, nachdem sie ihn von den Registerkarten Spotlight, Bundles und Ubisoft Connect geöffnet hatten, während sie das Crossroads Apparel Event innerhalb der Season Registerkarte betrachteten. Bei was für ein... Was sind das für Fehler? Ein paar kleinere UI-Fehler, Fehlerbehebungen wurden auch noch gefixt. So, hier kommen wir zu ein paar Sachen, die ganz, ganz wichtig sind. Und die fallen hier unter Sonstiges. Das ist ganz wichtig, der Kram. So, Behebung des Problems, dass Spieler perfekte Roll-Gegenstände und Mods mit neuen Charakteren herstellen konnten. Irgendwie war es über gewisse Umwege doch irgendwie möglich. Wieder. Behebung des Problems mit inkonsistenten Umleitungen zum Jahr 1 Bundle aus verschiedenen Menüs. Nicht ganz so wichtig. Das hier ist wichtig. Behebung des Problems, dass Kontrollpunkte nicht von der Minimap zurückgesetzt werden konnten. Und das andere kommt gleich unten noch. Behebung des Problems, dass der Textilhändler Danny Weaver Jahr 5 Season 3 saisonale Behälter statt Jahr 6 Season 1 Behälter verkaufte. Auch lustig. Behebung des Problems, dass Clan XP nicht vergeben wurde. Das ist auch so eine Sache, das sollte mit direkt gefixt werden. Jetzt hat es ein bisschen gedauert, aber zum Glück kann man wieder Clan XP anhäufen und da mal ein bisschen Gas geben wieder. Find's gut, dass das endlich gefixt ist. Behebung des Problems, dass das Abschließen von 10, 20, 30 oder 40 Schleifen vom Descent, vom Abstiegsmodus, den Spielern Armabzeichen aus der vorherigen Season gab und sie damit belohnte. Ja. So einige, die Descent laufen, die werden sich da, die werden das wahrscheinlich kennen. Behebung des Problems, dass Kontrollpunkte und invasierte Missionen bei jedem Login zurückgesetzt wurden. Ganz, ganz großes Ding bei vielen von euch. Weiß ich, dass die da geschrieben hatten, dass denen das so richtig auf den Nerv ging. Deswegen Glück, dass das gefixt wurde. Behebung des Problems, dass Spieler den Standort des Verizon Center Mission betreten konnten, ohne die Quest dafür zu starten. Und verschiedene Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen, wie immer, pipapo, bla bla. So, ja, das war's heute mit den Patch Notes. Schreibt mir in die Kommentare. Ihr werdet wahrscheinlich euch dreimal im Kreis drehen und drei Hampelmänner machen für so ein paar Sachen, die hier drin sind, die schon hätten vor Wochen gefixt worden sein. So. Auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen, für alle, die bis jetzt noch hier sind. Lasst mir gerne ein Abo, Like da, schaut gerne auf Twitch und bei uns im Discord vorbei. Und jetzt bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bye.